Hallo und herzlich willkommen zu unserem Level 21 Restaurant in Kebabchefs an Tag 16. Und wir haben den zweiten Gourmet nun vor Ort, den wir heute bedienen dürfen. Und ich bin gespannt, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Ansonsten gehen wir ein ganzes rein. Wir haben hier noch ein paar schöne neue Automaten bekommen, wie ihr sehen könnt. Und wir haben sogar auch einen Kokombi-Automaten, haben einen Tisch entfernt. Da kommt der Gourmet wahrscheinlich hin. Das sieht mir schon sehr ordentlich aus. Auch ist auch gar nicht irgendwie auffällig. Lull. Und dann gehen wir natürlich hin, machen erstmal die Speisekarte fertig, weil sonst vergessen wir die wieder. Und zwar. Okay. Einmal die Hühnersuppe, ne? Klassiker, kennt man. Aber warte mal ganz kurz. 800? Semmelbrösel, Mehl, Ei, Salz, schwarzer Pfeffer, Rührschüssel. Das noch frittieren. Mit Zwiebelscheiben und so und Pommes. Okay, krass. Das war schon ordentlich Geld. Naja, ist doch egal. Das ignorieren wir einfach mal. Den guten Ohrfahren nehmen wir natürlich mit. Die guten Pommes nehmen wir mit. Guck mal, die kosten ja auch schon 3,38. Lul. Und allein die Hühnersuppe, ne? Aus einem Topf. Der hat irgendwie 6 Portionen, die wir hinkriegen können, wenn wir uns nicht verschütten. Oder sogar 7, wenn wir das alles perfekt machen. Aber eher mit 6 rechnen. Dadurch kriegen wir schon quasi 2000. Ne? Das ist schon heftig. Durch einen Topf. Nee, stimmt nicht. Bullshit. Quatsch. Das gibt ja nochmal 4 Portionen. Also kriegen wir sogar 8000 aus einem Topf raus. Das ist schon echt gut, das Verhältnis. Ja. Köfte. Oh, wir haben Köfte. Ah, gut. Naja, ne? Dann würde ich sagen, die Dinger hier, die Brutzeln. Dann füllen wir wieder mal einmal alles auf. Ne, Klassiker, man kennt es. Und rein damit. So, einmal alles auffüllen, bitte. So, mal ein bisschen hier umräumen. Nur so ein Stück. So. Das geht so nicht am besten. Dann machen wir das einfach mal. Ich setze die mal hier oben hin. Dass die auf einem Kühlschrank sind, weil es ist irgendwie ganz angenehmer. Sonst müssen wir immer in beide dran gehen. Es ist nur so ein bisschen. Aber. Okay. Aber ja, es ist vielleicht ein bisschen angenehmer, dann weißt du. Oh, passt. Ah, warte. Nee, diesmal nicht so hektisch machen. Erstmal ganz das Teller hinstellen. Ganz gemütlich. Dann anzünden. Dann Pommes nehmen. Reinlegen. Schon mal ein bisschen drauf pupsen. So. Dann ganz kurz die gute Petersilie nehmen. Schon mal da hinten hinlegen. Wunderbar. Kurz wenden, bitte. Alles klar. Pommes ist, glaube ich, zuerst fertig. Perfekt. Wurfer. Normales Fleisch. Gutes Steak. Die Pommes frites. Und dann kommen die beiden Suppen noch dazu. Natürlich. Ey, es hat mal funktioniert. Wahnsinn. Ich habe wirklich absolut, wirklich das Mindeste vom Mindesten gedreht. Das ist einfach nur ein Glücksspiel dann. So, das hätten wir einmal alles. Und dann müssen wir aufmachen und hoffen, dass der Gourmet jetzt nicht irgendwie die absolut kranke Scheiße verlangt. Heute ist der Tag, wir sehen uns in ein paar Stunden. Ja, komm ran, Mann. Wir können schon mal ganz kurz ein paar Kartoffeln machen. So,
schon ein bisschen schnippeln hier. Wunderbar. Ach Gott, das ganze Gestüppel dauert echt lange. Ich werde gleich da sein. Ich hoffe, du hast mir einen Tisch reserviert. Ja, da hinten ist doch ein Tisch da. Kannst du dir gerne nehmen, mein Freund. Die Frage ist, was er haben will. So. Oh Gott, das Essen ist ja schon hier halb weggegrast. Krass, Leute. Diesmal will keiner Pommes haben, ne? Ach, die sind alle verwirrt. Da ist er. Der Gourmet. Reicht. So, was will er denn haben, der gute Herr? Nicht schlecht, aber irgendwas fehlt noch. Teigarbeit. Okay. Achso, I. Hey, hi, ich bin Tiny Tony. Du kannst dir sicher denken, warum sie mir diesen Namen gegeben haben. Naja, wahrscheinlich in dieser... Du kannst dir sicher denken, jeder in der Meisterorganisation hat seinen eigenen Spitznamen, wenn du weißt, was ich meine. Ich flüstere dem Teig zu, mein Freund. Ich knete ihn mit Liebe und berauscht und von Duft gebackenen Teig. Das kann ich dir beibringen, wenn du meine Prüfung bestehst. Magst du Rätsel, Junge? Wähle eine der drei Rätselboxen, die ich dir zur Verfügung stelle und koche mein Gericht aus den darin enthaltenen Zutaten. Was meinst du? Schaffst du das? Ich in die hier hinten, die ist blau. Okay. Ein Ribeye, Schwanzfett, rote Beete, grüne Chili. Also wir haben Ribeye. Wir haben Schwanze Fettus. Tomatus. Rote Beete und Chili. Okay, ich muss erstmal gucken, ich habe keine Ahnung. Ah, man kann so gut runterscrollen, sehe ich gerade. Das Einzige, was ich mit roter Beete habe, ist doch... Ist doch... Okay, ich habe keine Ahnung, aber ich probiere einfach mal was aus. Ich werde das nicht wahrscheinlich klein hacken müssen. Machen wir schon mal. Keine Ahnung, was ich jetzt mache, aber wir machen einfach mal. So. Hast du eigentlich Anweisungen für mich oder ist es jetzt wirklich ein Rate mal, was du machen sollst? Oh, scheiße. Okay, ich kann jetzt natürlich alles auf den Grill werfen, aber ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich habe keine Ahnung, mein Freund. Was ist denn eigentlich im Köfte alles drin? Ach, heilige Scheiße. Genau. Mehr vielleicht noch, bitte? Könnte das Tomatenkebab sein? Das ist eine Zwiebel. Ach, ich weiß nicht, was ich dem geben soll. Mein Problem ist halt, wir brauchen halt ein Ribeye, aber das mit der roten Beete macht mich halt fertig. Ich weiß halt nicht, wo wir rote Beete haben. Also ich kann auch die halt nirgendwo einordnen, ehrlich gesagt. Was mache ich mit rote Beete, Junge? Ich meine, ich kann die mal auf den Grill schmeißen, so ist jetzt wie gesagt nicht, aber... Ist das vielleicht irgendwie ein Rezept, was wir noch gar nicht haben? Kann das vielleicht sein? Ja, mein Freund, ich muss mir auch schon sagen, wie es geht, weil sonst, wie soll ich das denn sonst machen? Rote Beete-Kebab. Das ist ein ganz anderer Typ.
Ich habe keinen Plan. Also ich denke, was wird wahrscheinlich irgendwas mit einer Suppe sein, aber... Aber das mit dem Rip... ich habe keinen Plan. Also wirklich. Ich weiß es nicht. Ich meine, tut mir leid, aber ich wüsste halt wirklich beim besten Willen nicht, was ich dem jetzt machen soll. Ja, Suppen sind alle was ganz anderes hier. Weil ich habe nichts mit rote Beete. Gar nichts. Das macht doch keinen Sinn, mein Freund. Du kannst auch nicht ein Essen haben wollen, was ich nicht mehr besitze. Oder nicht mehr freigeschaltet habe. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich bin jetzt ehrlich, wir machen jetzt einen ganz doofen Trick. Wie heißt denn der eigentlich, der Keck? Toni. Weil ich weiß es nicht. Ja, das geht nicht, natürlich nicht. Dann gehe ich mal ganz kurz so in den Browser rein. Weil ich muss ja auch schon jetzt mal ganz allein mit Gewürzen wissen, was ich da machen soll. Ich meine, ich kann natürlich jetzt 3 Gramm schwarzen Pfeffer und Salz draufkloppen, wie sonst halt auch, aber ist ja dumm. Weißt du, einfach rumprobiert ist jetzt auch Quatsch, weil das... Ja, ich krieg nur 20.000 YouTube-Videos, lol. Tja, das scheint irgendwie keine wirkliche Lösung zu geben. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das finde ich aber irgendwie kacke, weil ich kann jetzt nicht einfach nur auf gut Glück da irgendwie dingsen. Ja gut, das können wir natürlich verbraten. Ne? Klar. Wir können natürlich auch noch irgendwie Hexe, also hier in Fleischwolf reinwerfen. Die können wir auch braten, also das können wir auch braten. Braten, braten theoretisch. Das hier könnten wir eventuell eigentlich auch zu einer Suppe machen. Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht, ich will mal was ausprobieren. Würde mich einfach mal interessieren, was passiert, wenn ich jetzt einfach mal... Lass mich doch mal bitte dahin. Eins nehme und da rein häcksel. Kann ich das zufälligerweise... Make Köfte. Ja. Dann machen wir schon mal das hier. Machen wir daraus jetzt nur Köfte, Köfte, Köfte. Und dann mal sehen. Okay, das ist deutlich, was ich dachte. Krass. Jetzt haben wir schon 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16 Stück aus einer Schüssel. Holy moly. Das ist stark tatsächlich. So. Wie mache ich denn generell eigentlich einen Köftespieß? Fragen wir mal so nach, weißt du? Da müsste einfach so Schritt für Schritt jetzt in die Richtung gehen, weil ich habe sonst keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Das hat eine Kartoffel zum Bein, ne? Kein Plan. Ja, ich könnte ihn höchstens das ja machen, weil das ja wenigstens einiges von dem Zeug drin, was er mir gegeben hat, aber auch nicht, auch wenn nicht alles. Und die mit dem roten Dings da, rote Beete-Zeug, ich habe keinen Plan, was ich damit machen soll. Na gut, wir haben auf jeden Fall hier einen Ribeye. Ich mach das einfach mal ganz kurz hier dran. Köfte. Schneiden, Ribeye und Knoblauch. Ja, Knoblauch habe ich doch schon mal gar nicht. Ich habe nur rote Beete. Nehmen wir einfach. So, Fleisch mit hier Ribeye-Scheiben. Mit Fleischaufwurf zerkleinern. Dann Semmelbrösel. Knoblauchscheibe, Salz und Kreuzkümmel. Oh. Hoppala. Da habe ich nicht über nachgedacht, ehrlich gesagt, dass ich natürlich noch was reinpacken müsste. Wir probieren es mal aus. Ich will es einfach wissen, was passiert. So. Da soll Salz rein. Dann Kreuzkümmel. Das habe ich, glaube ich, nicht. Aber ich brauche eh noch mal ganz kurz Semmelbrösel, also können wir das ganz kurz eben holen. Was für ein Quatsch.
Kreuzkümmel. Semmelbrösel sind wahrscheinlich irgendwo anders, aber ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wo. Hey, bin ich jetzt ganz. Achso, ich gucke wieder genau drauf, ne? Es ist unfassbar. So, Kreuzkümmel, 3 Gramm. Und Semmelbrösel. Einmal komplett drin. Dann auf beiden Seiten grillen. Mit Tomate und Zwiebel und Chili. Dann machen wir die einfach dazu. Die drei werden gegrillt. Ich habe zwar keine Zwiebel bei, dafür der rote Beete. Es ist ja auch okay, ne? Und ein Petersilienstück brauchen wir. Ja, was ich mit dem Schwanzfett mache, ich habe keine Ahnung, ich pack's aber mal mit hier rein. Ist vielleicht falsch, ich weiß es nicht. Aber dumm gelaufen, wenn es falsch ist. Dann machen wir ganz kurz ein paar davon. Ich habe keine Ahnung, was das richtig oder falsch ist. Ne? Überhaupt gar nicht. Für wie viele Köfte brauchen die eigentlich? Viermal. Okay. Dann haben wir jetzt nämlich zwei Teller davon. Ist ja voll anstrengend, das zu machen, weil du das jetzt jedes Mal hier rausdrehen musst. Das wäre kein Gericht, was auf die Karte kommen würde. Weil du viel zu viele kleine Teile hier rumfliegen hast. Geht ja gar nicht klar. Okay, legen wir schon mal ein bisschen Köfte drauf. Was für ein Scheißgummi. Ja, ich bin gespannt, ob der uns wenigstens irgendwie gut was bringt oder nicht. Na, ja, ist okay. Dann kann der ganze Kram auch noch mit da drauf. Ich hoffe, das ist einfach richtig. Wenn nicht, ganz ehrlich, ist mir das auch jetzt nicht so wichtig. Dann machen wir das einfach nochmal. Das passt gleich auf den Grill drauf. Wird schon passen. Ja. Wird schon passen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ein weiteres Blade. So, kurz einmal alles wegräumen hier. Haben wir genug Zeit dafür. Passt perfekt. Genau 2020. Easy. Ich bräuchte noch ganz kurz einen Teller. Das ist ja so scheiße, ne? Viermal musst du auch noch wenden. Das ist ja voll das anstrengende Gericht eigentlich, ne? Aber ich bin gespannt, ob es gut oder schlecht ist. Keine Ahnung, aber das wäre jetzt das, was ich jetzt so gesagt hätte. Vielleicht hätte es doch nur eine Suppe sein können, theoretisch, man weiß es nicht, ne? Keine Ahnung. Gott, 7 Dinge auf den Teller packen. Gar nicht stressig. Nee, das ist also für die Speisekarte wäre das Gericht scheiße, wenn ich ehrlich. Ah, warte. Ah, Leute, man kann das. Oh mein Gott. Das wusste ich nicht, dass das geht. Ja, hab ich doch schon. Boy. Boy. Sag mal. Ich bin ehrlich, ich bin gerade ein bisschen sauer auf dich. Sag mal. Fein, danke. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wie soll ich denn dir das jetzt geben? Das ist doch scheiße. Alter, ich werf dir gleich ins Gesicht, Junge. Nein, ich will da nicht so eine Hilfe. Bruder. Ich geb dir gleich auf Fresse, Mann. Einfach reinwerfen. Hä, hey, aber was mache ich denn jetzt damit? Ah, nee, anscheinend schaffe ich es nicht.
Sag mal, willst du mich jetzt trollen? Muss ich das vielleicht irgendwie hier platzieren? Wo ist es denn? Da ist es denn. Geil. Kann ich gar nicht. Ja, moin. Kein Plan. Ja, ist wahrscheinlich das falsche Gericht dann so, aber ist ja auch totaler Quatsch, wenn er nicht mal sagt, was er haben will. Also tut mir leid, das finde ich aber übelst scheiße, ehrlich gesagt. Weißt du, entweder sagst du, was du haben willst, oder du musst das, was ich hier hinstelle. Was ist das denn jetzt? Was für ein Müll. Ja, weiß ich nicht. Und du? Ja, ich gehe doch mal ganz kurz in Google rein, ne? Weil ich habe keinen Plan, was ich jetzt machen soll. Tiny Tony. Einfach mal gucken, ob ich was finde. Bitte nicht 5 Millionen YouTube-Videos. Ich kann mir doch nicht 5 Stunden jetzt angucken. Ich weiß, ich mache selber auch gerade eins, aber jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Gebt mir doch bitte einfach eine verkackte Angabe hier, wie ihr das gemacht habt. Okay. Ja. If you get ribeye and fat, make a kebab skewer and serve it. Was ist denn ein kebab skewer genau jetzt? Kebab-Spieß. Ja, willst du mich verarschen? Ja, boy. Hab ich ja nicht mal. Was sind das für ein Bullshit? Du kannst doch nicht ein Gericht verlangen, was ich nicht mal habe. $210. Boy. 260. Nee, aber jetzt mal im Ernst, das ist ja totaler Bullshit. Ha. Alter, du findest nur Videos dazu. Nur. Ohne Witz. Das gibt's doch nicht. What do I serve the Gourmets? Genau. Juan, Elena, Monsieur Anton, Abby. Ja, und wo ist da jetzt der... Wow. Danke. Also irgendwie ist das ist jetzt richtig enttäuschend, irgendwie, wenn ich ehrlich bin, ne? Tony. Coming soon. Dein Ernst? Alter, nicht mal die Internetseiten sagen mir, wie der geht. Totaler Schwachsinn. Also den fühle ich jetzt irgendwie überhaupt nicht, den Typen, bin ich ehrlich. Hier ist ein TikTok. Lädt nicht mal. Na geil. Ah, doch jetzt. Tony Gourmet. Ja, nice. Ist nur Bullshit. Perfekt. Jetzt mal im Ernst. Gibt's denn nicht irgendwie eine einzige Sache, die irgendwie mal richtig hilfreich ist? Es ist alles nur Videos oder TikToks. Danke, Google, für nichts, lol. Sag mal, kann ich jetzt irgendwie mit aus dem Suchfilter irgendwie das rausnehmen? Das gibt's doch nicht. Junge. Na komm, hier, Garfield XXXL, kein Plan. Ja, vor allem hast du... Ich will nur wissen, was du dem reserviert hast da. Das gibt's doch nicht. Das Problem bei Videos ist, so wie jetzt bei mir natürlich auch, man muss halt durchskippen, das zu sehen. Als ob es zum Spiel keinen einzigen Wiki-Eintrag gibt oder so. Ja, da findest du ja gar nichts drin, Junge.
Tja, kein Plan. Tony's Mystery Box. Ja, Hallo, und Jules zocken, kein Plan. Leute, jetzt mal ganz im Ernst, gib mir doch wenigstens, also, weiß ich nicht. Tony, jetzt ist er genau bei dem gleichen Punkt. Pasuf. Ja, der hat eine Reispackung, Joghurtbecher und andere Sachen drin. Ja, Wahnsinn. Vor allem, das sind ja auch so Mystery-Boxen, ne? Das ist ja genauso ein Quatsch. Das wird ja noch schlimmer. Ja. Mm. Junge, ich werf dich gleich raus. Mm. Vor allem, er will diese Scheißroute. Ich habe nichts mit Rote Beete. Gar nichts. Kann ich die überhaupt nachkaufen, theoretisch? Weil die sind ja auch meistens gesperrt. Ha! Lockt! Ja, ihr Witzbolde! Also... Hm. Verpisst euch. Ne, ist closed, Junge. Raus jetzt hier. Hopp. Hm. Junge. Ey. Wie soll ich denn das jetzt machen? Ach so, klar, man kann die einfach wiederverwenden. Natürlich. Ey, was für ein Schwachsinn. Ich kann ja nicht mal mehr die Dings... Na, egal. Kann ich die tierischerweise auf den Spieß aufspießen? Nee. Hätte ich bestimmt vorher machen können. Ja, aber wenn Köfte falsch ist, ich verstehe nicht, was ich ihm sonst geben soll. Also meistens verwirrt mich halt eigentlich nur diese komische Kacke mit den Dingens da. Was ist eigentlich hier? Ribeye, Schwanzfett, Tomate, Kartoffel. Ist auch wieder ein komplett anderes Gericht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist halt alles nicht das Richtige. Ich probiere jetzt was aus. Auch wenn es ja wahrscheinlich jetzt irgendwie ein bisschen kacke ist, aber ich probiere jetzt was aus. Ob ich den Tag einfach beenden kann. Dann soll er nochmal wiederkommen und mir ein anderes Gericht geben, weil das ist ja wirklich ein kompletter Reinfall. Lol. Warte mal, ich mach mal ganz kurz den hier. Weißt du, scheiß aus deinen komischen Kackköfte hier. Das ist übrigens verdammt cool, dass man das einfach so auf den Teller draufpacken kann. Das wusste ich nicht. So, ciao. Was für ein Bullshit. So, hoffentlich geht das jetzt. Ja, ihr könnt gern warten, aber der komische Gummi hat euch jetzt leider euer Leben versaut. Dumm gelaufen. Aber glaubt mir, meins auch. Wie, ich kann noch nicht schlafen. Boy, was soll ich denn machen? Alter, das ist ja wirklich Schwachsinn. Das ist ja kompletter Quatsch. Na, immerhin 11 Gerichte. Besser als nichts. Ja, also entweder geht's jetzt einfach den nächsten Tag rein oder halt nicht, ich habe keine Ahnung. Wir probieren jetzt einfach mal aus, was passiert. Aber ich würde sagen, es sehen wir beim nächsten Mal. Also für euch jetzt ein schöner kleiner Cliffhanger. Ciao.